Ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Apps und Games. Ich hatte heute mal wieder total Lust auf den Toka Hair Salon, den zweiten Teil. Das hatte ich schon mal mit euch gespielt, hat super viel Spaß gemacht und es ist mittlerweile, glaube ich, auch eins meiner Lieblingsspiele geworden. Und deshalb spielen wir das heute einfach nochmal. Da kann man sich verschiedene Frisuren ausdenken. Das sind unsere Kunden und auch da können wir uns überlegen, wen die da schön machen wollen. Ich denke, ich werde mal diese Frau hier nehmen, mit den dunklen, gelockten Haaren. Jetzt haben wir hier in unserem Hair Salon verschiedene Sachen, die wir machen können. Also hier erstmal schneiden, kämmen, rasieren und grow, das heißt die Haare wachsen lassen. Das geht natürlich bei normalen Friseuren nicht. Hier aber schon, hier haben wir Glätteisen, Lockenstäbe, verschiedene Haarfarben, einen Föhn, Shampoo. Und ich glaube, damit starten wir einfach mal. Alles gut einschäumen. So. Und abspülen. Ich flüte hier meinen ganzen Friseursalon. Dann gut abrubbeln. Und natürlich die Haare föhnen. Die macht so ein witziges Gesicht dabei. Da fliegt ihr ja wirklich fast das Blech weg. Eine richtige Sturmfrisur. Und ich glaube, jetzt sollten die Haare auch trocken sein. Okay, wir können ihre Haarfarbe verändern, wenn man das mag. Was gibt es denn noch? Ich meine, achso, hier hinten kann man auch ein Foto machen und so verschiedene Haarspangen verwenden. Aber ich denke, wir werden die jetzt einfach mal erstmal glätten. Also ihre Locken rausmachen. Dann können wir die besser schneiden. So, oder vielleicht kämmen wir die auch noch ein bisschen. Damit die hier mal so gerade liegen. So, und wir wollen, dass sie lange Haare hat. Also machen wir die Haare jetzt ganz lang. Hä? Bis sie hier auch nichts mehr sehen kann. Ich frage mich, wie lang die Haare gehen. Ich glaube, hier tut sich jetzt nichts mehr. Das ist jetzt so die maximale Länge, die wir erreicht haben. Okay, dann kämmen wir das nochmal durch. Und sie lacht und freut sich. Und jetzt können wir die Haare färben oder schneiden. Wir nehmen mal die Schere. Das sieht schon ziemlich cool aus, finde ich, dass der Pony so im Eck zur Nase hinläuft. Oh, jetzt habe ich mich verschnitten. Da mache ich das doch gleich wieder lang und schneide einfach nochmal. Das ist das Gute bei dem Toka Hair Salon. Da kann man einfach, wenn man sich verschnitten hat, auch nochmal... Oh, das sieht auch wild aus. Das machen wir ein bisschen kürzer. Nicht, dass es an der Nase kitzelt. So, und hier nehmen wir auch ein bisschen weg. Und ganz symmetrisch ist das nicht. So, in etwa. Was meint ihr? Ich finde, hier hinten sind die Haare so kurz. Die habe ich, glaube ich, jetzt auch abgeschnitten aus Versehen. Die machen wir jetzt wieder hier schön lang. Und jetzt werden wir ihr, glaube ich, doch die Haare verändern. Und wir machen die jetzt mal pink. Oder wir machen solche coolen Regenbogenhaare da. Hätte ich jetzt auch mal richtig Lust zu. Oder hier vielleicht ein bisschen mehr Gelb. Und hier hinten müssen sie dann auch blau sein. Und
Orange. Yay, voll der Punker. Und jetzt gehen wir hier mit dem Lockenstab mal bei. Und jetzt sieht man, dass man hinten die Haare gar nicht richtig gefärbt hat, weil da sind noch Haare, die von der Farbe überhaupt nichts abbekommen haben, weil die so lang sind. Okay, ich glaube, da gehe ich nochmal mit der Farbe bei. Irgendwie ist das hier oben auch noch so ein bisschen fleckig. Okay, so geht es auf jeden Fall. Und hier wollen wir das auch orange haben. So. Dann nehmen wir nochmal den anderen Lockenstab. Das gefällt mir richtig gut. Da kann man die so richtig schön aufdrehen, so große Korkenzieherlocken machen. Aber den Pony lasse ich jetzt trotzdem mal glatt. Zumindest zum größten Teil. Das sieht schon ziemlich wild aus. Da machen wir jetzt einfach mal ein Foto von. Zack. Cool. Und vielleicht bekommt sie auch noch hier ein Haarband oder sowas. Nee, das gefällt mir nicht. Das ist auch nicht. Oh, eine Brille. Yay, die sieht doch cool aus. Oder doch eher eine andere. So eine? Nee. Oder so eine coole Sonnenbrille. Was haben wir denn noch hier? Oh, die gefällt mir gut. Die nehmen wir. Den Rest können wir hier wieder wegtun, hoffentlich. Hey? Und wir können hier noch einen Hut aufsetzen. Und Zylinder. Geil. Nein, sagen wollen wir auch nicht. Was gibt's noch? Yeah, sowas wollen wir. Cool, jetzt sieht sie richtig aus wie ein Hippie. Gefällt mir total gut. Aber trotzdem hat sie hier immer noch diese Brille da. Das sieht aus, als wenn die auf ihr T-Shirt gedruckt wäre. Wir machen jetzt noch ein Foto von ihrem Umstyling. Ich finde es super cool. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wenn ihr euch was trauen würdet, was würdet ihr beim Friseur machen lassen? Würdet ihr euch total kunterbunte Haare machen, einen ausgefallenen Haarschnitt oder doch ein komplettes Umstyling mit bunten Haaren und Haarschnitt? Ich würde, glaube ich, beides machen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Und wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, abonniert natürlich auch noch den Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao!